Pride Parade und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 3D, denn ich spiele das. Willkommen in Würzburg, wir haben heute eine volle Fahrt auf dem Weg nach Kassel zum CSD-Event. Ja, ich werde heute ein kleines Stück von diesem Szenario fahren, nur um euch mal den Zug zu zeigen. Zur Feier des CSD haben wir die Baureihe 403 mit Regenbogenstreifenlackierung herausgebracht, um den Fahrgästen unsere Unterstützung zu zeigen. So, wir erstmal den Richtungsschalter vorwärts stellen. Gehen natürlich noch die Scheibenwischer an. Es gibt ja sowieso gar nichts. So, das sagen wir, öffnen die Türen. Türen geöffnet. Rechts öffnen, links schließen, ne. Links öffnen, so. Machen hier natürlich noch Licht an. Die Spitzensignale an. Da machen wir natürlich noch die AFB an. Dann machen wir natürlich noch die Zugsicherungssysteme ein. Zack. Jetzt hätten wir soweit. Dann können wir die Türen verriegeln. Jetzt hier noch ein bisschen umsehen. Meine Güte. So, da steht er. 86 Kilometer bis Fulda. Schauen wir mal, wie weit wir fahren. Ein kleines Foto machen. So, dann geht's los. Bremsen sind gelöst, das heißt, wir können aufschalten. Ach, Idiot. So, befreien können wir uns auch. Wunderschön. Wunderschön. Ach. Traumhaft. So, natürlich weiter aufschalten hier. Jetzt sind wir auch schon in der LZB. Das dürfen auch schon 160. Können die auf B anschlagen und das hat schließen. Also, ihr habt einmal diesen ICE in der Pride-Lackierung für
und die Baureihe 401 in mit grünem Streifen, beide zusammen für einen Preis 5,99 Euro. Erhältlich bei Steam. Es gibt es aber auch als Loco-Bundle mit noch zwei ausländischen Loks, einmal die amerikanische und die englische. Dies gibt's, die gibt es in einem Bundle, die kann man natürlich auch einzeln kaufen, ist klar. Aber in einem Bundle zusammen mit die beiden Loks, also die beiden deutschen ICEs und mit den beiden ausländischen Zügen, gibt es in einem Bundle für 13,99 Euro und einzeln für 5,99 Euro. Für 5,99 Euro habt ihr die Baureihe 401 mit grünem Streifen und diesen ICE3 in Pride-Lackierung. Ich finde, es ist ein fairer Preis, zwei für einen Preis, kann man nicht meckern. Ist jedenfalls meine Meinung. So, wir dürfen jetzt auch schon mehr als 200 fahren. Wunderschön. So, das wollte ich. Wunderschön. Oh Mann, wie viele Tunnel kommen denn da? Also manchmal nervt das. Wunderschön, oder? Wunderschön. München. Doch, gefällt mir. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr schick. So, 2,50 fahren wir. Auf dem Weg zum CSD. Ich hoffe, das Wetter wird noch besser. Schauen wir mal. So,
Der Christopher's DJ in Fulda. Aber wahrscheinlich wird danach noch was noch mehr passieren, weil das Szenario geht über eine Stunde. Ich denke mal, dass der CSD in Würzburg oder in Kassel stattfindet. Wir können mal ganz kurz auf den Plan schauen. Fulda, ja. Wir müssen ja von Fulda noch nach Kassel. Ich würde aber vorschlagen, zum Wohle der Zuschauer und zum Wohle von euch, dass das Video nicht so lang wird, machen wir in Fulda einen Cut. Und die Fahrt bis Kassel seht ihr dann in einem zweiten Video. Weil sonst wird das einfach zu lange, weil das in, laut Szenariobeschreibung geht das Szenario über eine Stunde. Und das muss ja nicht sein, also. Das ist dann doch ein bisschen lang. Wunderschön. Ich finde ihn wunderschön, muss ich wirklich sagen. Mir gefällt die Lackierung. Aber das ist auch nur mein persönlicher Geschmack. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die beiden Lackierungen findet. Also einmal hier diese Pride-Lackierung am ICE3 und der grüne Streifen am ICE1. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr euch das gefällt oder ob ihr euch da irgendwie Besseres oder Schöneres vorgestellt habt. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ihr kennt mich, ich bin sonst auch kritisch, wenn mir was nicht gefällt. Aber in diesem Fall gefällt es mir sehr, muss ich wirklich sagen. Sieht sehr, sehr schön aus. Oh, werden wir langsamer? Oh, 200. Das ist aber schade. Nun ja, dann ist das so. Wunderschön. Wunderschön. So, jetzt werden wir wieder schneller. War nur ein kurzes Vergnügen. Gott sei Dank. So, was ist jetzt? Null. Ich hoffe, dass wir kein rotes Signal bekommen. Aber ich glaube, das zeigt ja schon mal so zwischendurch an, obwohl wir gar kein rotes Signal zu befürchten haben. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt erstmal wieder hoch auf 250. Haben auch weiterhin grün, also leuchtet mir jetzt nicht ein, diese 0. Ah, ist schon wieder aufgehoben auf 250. Sehr schön.
So, wie gesagt, bis Fulda fahren wir und dann pausiere ich das Ding. Und die zweite Fahrt von Fulda nach Kassel mache ich dann in einem gesonderten Video, wahrscheinlich schon am Wochenende. Und natürlich bekommt ihr am Wochenende auch noch ein ganzes Video, ein ganzes Szenario. Zu Sifa Zwangsbremsung wollen wir es dann doch nicht kommen lassen. Ich kann mich täuschen, aber ich meine zu erkennen, dass so ein bisschen die Sonne durchguckt. Hier und da so ein paar Sonnenstrahlen gesehen zu haben. Könnte das bedeuten, dass es möglicherweise doch noch aufhört zu regnen? Also bei uns zu Hause hat es gerade geregnet. Jetzt scheint hier wieder die Sonne. Vielleicht nimmt sich das Spiel ja mal so ein bisschen ein Beispiel daran. Aber wer weiß das schon. Es ist halt CSW. So, wir beschleunigen. Weiterhin bei 2,50. Geht hier nur ein bisschen bergauf. Aber natürlich. Was meint ihr? Fahren wir noch schneller als 250? Ich glaube nicht. Übrigens, heute ist ja auch noch die Niddertalbahn rausgekommen. Ab heute erhältlich bei DTG für 35,99 €. Müsst ihr euch selbst überlegen, ob ihr euch das kauft. Ich habe es bisher noch nicht gekauft. Sehe ich im Moment auch noch keine Eile drin. Ich sag mal, man muss sich das immer so ein bisschen zurechtlegen, beziehungsweise Stück für Stück, nach und nach. Ich muss genau wie ihr das bezahlen und bekomme es nicht umsonst. Hab leider nicht das Glück. Und deswegen kann man das nicht immer alles auf einmal machen. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es gibt andere YouTuber, die von DTG besonders behandelt werden, die das dann alles umsonst bekommen, zwar alles an DLCs für Train Simulator, TSW und so weiter, Spiele und. Die kriegen das alles umsonst. Da kann man als normaler YouTuber so gar nicht mithalten, der das alles bezahlen muss. Ist jedenfalls meine Meinung und deswegen mache ich das Stück für Stück. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, aber ich glaube, jeder, der es auch selbst bezahlen muss, kann mich da ein Stück weit verstehen, hoffe ich zumindest. So, dann sind es jetzt gleich noch 30 Kilometer. Bis Fulda. Es regnet und regnet und regnet und es sieht nicht danach aus, als ob es jetzt irgendwie in nächster Zeit aufhört.
Das war gerade noch. Gerade noch. Habt ihr es gesehen? Es war schon das dritte Mal. Ich habe praktisch oder während des dritten Males habe ich gedrückt. Die gute alte Sifa. Sifa, Sifa, Sifa. Kassel-Würzburg, die Strecke der Tunnel. Ich glaube, kaum eine andere Strecke hat so viel Tunnel zu bieten. Kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern. So, 20 noch. Und dann endet dieses Video vorerst. Das Szenario an sich geht ja noch weiter. Von Fulda nach Kassel und so, es kommt schon mal die erste Beschränkung. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was in Kassel passiert, wo der CSD stattfindet, solltet ihr natürlich dranbleiben an meinem Kanal, auf meinem Kanal, und es wird dort auf jeden Fall weitergehen von Fulda nach Kassel. Wann, weiß ich noch nicht genau. Seid gespannt, schaut immer mal wieder rein, da verpasst ihr nichts. Wenn ihr die Glocke aktiviert habt, verpasst ihr sowieso nichts. Und alle, die neu auf meinem Kanal sind, abonniert mich gerne, Glocke aktivieren, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was Videos, Beiträge und sonstiges angeht. So, was haben wir denn jetzt hier? 17 Kilometer. Auf 200 wurden wir beschränkt. Gut, das ist ja jetzt noch nicht so die Welt. So, jetzt werden wir gebremst. Ihr seht's, ihr habt es rechts im Bildschirm gesehen. Die gelben Balken sind dort erschien. Das heißt, wir bremsen, oder der Zug bremst vielmehr. Die Elektronik, die LZB, die selber machen ja überhaupt nichts. Das Einzige, was ich mache, ist die Sifa drücken. Alles andere regelt die Elektronik. Das ist schon ein sehr schönes, eine sehr schöne Empfindung, muss ich wirklich sagen. Also, es ist wirklich ein sehr gemütliches Fahren. Trotzdem muss man natürlich voll fokussiert sein, voll konzentriert und die Augen auf der Strecke haben, ist ja selbstverständlich. Das ist entbindet den Zugführer nicht davon, konzentriert auf die Strecke zu schauen, auf die Signale zu schauen, weil keine Maschine, keine Elektronik ist so perfekt wie der Mensch. Und der Mensch ist noch lange nicht perfekt. Aber wie gesagt, der Mensch muss dabei immer fokussiert sein. Das ist ja beim autonomen Autofahren, wie es ja zurzeit jetzt schon auch schon erprobt wird, darf der Mensch ja auch nicht fehlen, muss ja trotzdem hinterm Lenkrad sitzen. Und um im Notfall eingreifen zu können, wenn die Technik mal versagt. Weil die Technik ist natürlich immer nur so gut, wie sie so lange so gut, wie sie funktioniert. Und wenn sie nicht mehr funktioniert und versagt, dann muss einfach der Mensch da sein zum Eingreifen, weil sonst gibt es ganz, ganz, ganz böses Erwachen. Das ist einfach so. Weil keine Technik ist so perfekt, dass sie zu jeder Zeit uneingeschränkt zu 100% funktioniert. Das ist einfach so. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Je fortschrittlicher wir auch werden, die Technik darf niemals den Mensch ersetzen.
Ich glaube, so kann man zusammenfassend sagen. So, jetzt werden wir aber ziemlich langsam hier. Achso, wir sind noch gar nicht bei 200 angekommen. Ah, jetzt erst. 8 Kilometer noch, mein Gott. Das ist aber holla, da waren doch vorhin noch 22. Das ging jetzt aber schnell. Wahnsinn. Das ging jetzt wirklich schnell. So, jetzt kommen die kleinen Geschwindigkeiten hier. Sifa? 140. Da kann er ja gleich durchbremsen, oder? Macht er auch. Das macht er auch. Na, ob wir gleich nochmal auf 250 beschleunigen, ich wage es zu bezweifeln. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Zum Thema Mensch und Maschine, stellt euch mal vor, es würden eines Tages, ja, man weiß ja nie, was kommt, es würden eines Tages Roboter im Führerstand sitzen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich nicht. So vollkommen autonome Roboter, die keinen, weiß ich nicht, so kalt und stur und starr und die nur hier sitzen und den Zug fahren und, kann ich mir nicht vorstellen, absolut nicht. Stellt euch das mal vor, das ist doch, da gruselt es einem doch, oder? Also, ich weiß nicht, mich gruselt es da, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt die angesprochene 140. Das sollten wir hinkriegen, jawohl. So, was hat er jetzt? 100 wahrscheinlich, ne? Ja, genau. So, jetzt werden wir wieder auch gebremst, logischerweise. So schön das auch ist, mit der Maus zu scrollen. Wenn man dann wieder reingeht, dann sitzt man praktisch vorne auf der Frontscheibe. So, wieso bremse ich denn jetzt komplett runter? Was? Ach du Scheiß, jetzt ist... So. Ach du Heilige. So, jetzt wird es natürlich wieder lustig. So, 60. Da sind wir doch, oder? Was haben wir denn jetzt überhaupt eingestellt, um Gottes Willen? 60. So. So. Kurz vor dem Bahnsteig gleich auf unter 24. Nein! Nein! Herrgott nochmal!
So, da wären wir in Fulda. Und ist immer noch am Schiffen wie Sau. Naja, dem ist dann halt so, ne? Stoppen. So, wir öffnen die Türen. Und dann begeben wir uns nach draußen. Und dann würde ich sagen, fürs Erste war es das. Wie die Fahrt nach Kassel weitergeht, was in Kassel passiert, das seht ihr dann in einem anderen Video. Bis hierhin sage ich, schön, dass ihr wieder mit mir am Start wart. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Donnerstag. Freut euch aufs Wochenende, morgen ist Freitag. Wie es weitergeht, seht ihr dann in einem anderen Video auf meinem Kanal, in diesem Video, beziehungsweise in diesem Szenario. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss, euer der Danny Spieters. Bleibt sauber. So, am Gewittern ist es auch noch. So, nächsten 86 Kilometer. Das machen wir aber, wie gesagt, in einem gesonderten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr dann in einem nächsten Video wieder mit am Start seid, mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spieters. Haut rein. Ciao, servus und tschüss. Bye. Bye.